Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute möchte ich mit euch über Barbie sprechen. Wenn ihr wissen wollt, wieso, dann bleibt doch gerne dran. Ja, wie ihr das schon am Thumbnail gesehen habt, heute möchte ich mich mit euch über Barbie unterhalten, weil mich würde interessieren, was ihr dazu sagt. Schnappt euch aber was zu essen, was zu trinken, macht es euch gemütlich und dann lege ich einfach mal los. Es gibt ja jetzt aktuell den neuen Barbie-Film, dadurch sieht und hört man wieder mehr von Barbie. Ich bin Generation Barbie, denn ich bin da wirklich mit aufgewachsen. Früher, Barbie, überall Barbie. Ich habe als Kind sehr viel Barbie gespielt. Ich habe so viele Barbie-Sachen gehabt und habe jetzt immer noch viele, die ich dann jetzt meiner Tochter vermacht habe. Und ich persönlich mag Barbie. Das kann man ja sehen, wie man will. Das ist ja immer Geschmackssache. Ich habe die Barbie als Kind geliebt und finde sie heute auch noch toll. So, und für mich ist das einfach eine Puppe gewesen. Ich habe einfach gerne mitgespielt. Es hat schöne Kleider gegeben und Schuhe und Zubehör und einfach die Farben, ne, die da waren, die haben mich total angesprochen. Dieses Pink und Rosa und Glitzer und das war einfach super schön und wie gesagt, auch heute finde ich das noch schön, aber es ist für mich einfach nur eine Puppe. Ich habe mich als Kind aber auch nie, so gesehen, dass ich so aussehen möchte wie Barbie, weil diese Proportionen, die hat, das ja, sieht man ja, dass das halt einfach für eine Puppe und nicht für einen Menschen, wenn man als Mensch so aussehen würde, das würde ja gar nicht funktionieren. So, das war aber auch noch nie ein Schönheitsideal für mich, also für mich. Na, für die Puppe, die hat mir so wie sie war gefallen. Es hat immer Spaß gemacht, mit der zu spielen. Und ich muss auch sagen, die hat mir immer besser gefallen als, ich glaube, wie hießen die anderen? Petra oder so. Und es gab ja auch noch andere Barbies. Aber die waren einfach alle nicht so hübsch und die hatten auch nicht so schönes Zubehör. Deswegen habe ich damit früher immer sehr, sehr viel gespielt. Aber es war für mich nie ein Schönheitsideal. Ist es heute auch noch nicht. Na, aber das war auch noch nie so, wie zum Beispiel mit den Models. Ich habe auch noch nie so aussehen wollen wie Models, auch früher nicht, wie heute nicht, weil bin ich halt klein und dafür nicht ganz so schmal, das ist halt einfach so, finde ich auch nicht schlimm, weil ich bin, wie ich bin und ich mag mich so, wie ich bin, so. Jetzt ist mir aber vermehrt aufgefallen, gerade weil ich jetzt auf YouTube immer viele Videos gucke, auch jetzt nicht unbedingt Beauty-Videos, sondern halt auch Meinungsblogger und auch andere, wo ich mir, weil ich das einfach sehr interessant finde, mir das mal anzugucken und jetzt auch auf Instagram. So, und da ist mir jetzt aufgefallen, dass es ein paar Videos gibt und auch ein paar Meinungen zu dem Thema Barbie, die ich persönlich so nicht teile und ich sehe auch irgendwie nicht so ganz verstehe. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal ein Video und frage euch mal nach eurer Meinung. Also wie gesagt, ne, jeder kann zu diesem Thema seine eigene Meinung haben, finde ich persönlich nicht schlimm. Mich würde es halt einfach nur interessieren, weil ich diese Meinung einfach nicht habe und ich das auch einfach so nicht sehe. Und zwar, ist das so, dass man dadurch als Kind ein falsches Bild von Schönheitsidealen bekommt und dass man auch einfach falsche, sage ich mal, Werte vermittelt bekommt durch die Barbie, weil irgendwie empfinde ich das persönlich ehrlich gesagt nicht, weil für mich war das einfach immer eine Puppe und das war halt einfach auch so eine Puppenwelt und ja, als ich klein war, war es halt nur eine weiße Barbie, also hellhäutige Barbie und die war dünn. Ja, aber so hat sie mir auch gefallen und deswegen habe ich sie auch gekauft, weil wie gesagt, es gab ja auch noch andere Puppen, die so kleine Puppen halt, mit denen man hätte spielen können, die man hätte kaufen können, aber die haben mich einfach nicht angesprochen, weil ich sie nicht schön gefunden habe, aber nicht schön für mich, also sondern die Puppe an sich hat mir einfach nicht gefallen, deswegen habe ich mir eine Barbie gekauft. So, aber ich verbinde damit kein Schönheitsideal. Also ich habe da noch nie nachgestrebt, ich habe mich da noch nie mit identifiziert und deswegen frage ich mich gerade, warum das jetzt passiert. Und ja, auch in dem Barbie-Film, wie gesagt, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber da könnte ich mir halt vorstellen, dass die Barbie jetzt vielleicht bei manchen Sachen auch jetzt nicht ganz so intelligent sich anstellt,
Ne? Aber das ist doch alles nicht ernst gemeint und auch mit Sicherheit nicht böse gemeint immer. Mir fällt halt auf, dass jetzt gerade in den letzten Jahren an so vielen Sachen so viel rumkritisiert wird, die es schon seit meiner Kindheit gibt und die mich als Kind nie gestört haben und die ich auch in dem auch nie so gesehen habe. Deswegen frage ich mich gerade, warum ist das so? Was hat sich geändert? Ich meine, dass es früher Dinge gegeben hat, die nicht in Ordnung waren. Klar, auf jeden Fall. Gut, dass es sich heute auch geändert hat, definitiv. Aber ich habe so langsam das Gefühl, dass wir allem heutzutage einen Namen geben müssen und vor allen Dingen an vielen Dingen einfach was Negatives sehen, wo ich ganz oft denke, ist mir noch nie aufgefallen. Warum sollte man das jetzt als negativ sehen? Ich verstehe das halt manchmal nicht. Wie gesagt, es gibt Sachen, da braucht man gar nicht drüber reden. Da sind wir heutzutage meiner Meinung nach noch schlimmer drauf als früher, weil tolerant sind wir heute meiner Meinung nach immer noch nicht. Immer noch nicht, immer noch nicht. Und ich sehe das auch nicht so, dass das in naher Zukunft wirklich so funktioniert, dass wir wirklich jeden so sein lassen können, wie er ist. Das ist einfach so eine Eigenart von unserer Kultur oder von uns Menschen. Ich habe keine Ahnung. Einfach fürchterlich. Man kann Menschen so sein lassen, wie sie sind. So dieses alles in Schubladen stecken müssen, verstehe ich nicht. Weiß ich nicht warum. Warum kann sich nicht jeder einfach selber eine Meinung über eine Sache bilden? Und dann ist das doch auch okay. Und wenn das für einen negativ ist, verstehe ich das. Ist das, ne? Dann kann man sich darüber unterhalten. Und dann kann jeder seine Meinung dazu sagen, aber deswegen muss ja noch nicht immer, nur weil der andere eine andere Meinung hat, immer alles falsch sein. Weil das habe ich heute auch sehr oft das Gefühl, dass das so ist. Ne? Wenn man nicht zu dieser, sage ich mal, allgemeingültigen Meinung steht oder die nicht hat, dann ist man grundsätzlich dagegen und dann stimmt das irgendwie nicht. Und ich frage mich, warum das so ist. Ich verstehe es halt einfach nicht. Denn warum machen wir uns gegenseitig das Leben so schwer? Wenn wir alle bei so manchen Sachen einfach mal ein bisschen toleranter wären und einfach mal ein bisschen uns zurücknehmen würden und einfach mal ein bisschen mehr gucken und auch mal versuchen würden, andere zu verstehen, dann wäre das alles nicht so schlimm. Und ich frage mich jetzt einfach gerade, was jetzt bei dem Thema Barbie so die Leute beschäftigt, dass das so negativ ist. Weil, wie gesagt, ich verbinde mit Barbie gar keine negativen Gefühle, weil ich das auch so nicht sehe. Wie gesagt, es ist für mich kein Schönheitsideal. Ich habe auch nie Probleme damit gehabt, dass die Barbie so war, wie sie war. Wie gesagt, das kann jetzt natürlich sein, weil ich, ja, weiß, hellhäutig bin und es für mich immer Puppen gegeben hat, mit denen ich spielen kann, die genauso ausgesehen haben wie ich, also von der Hautfarbe her. Das kann jetzt natürlich sein, weil ich kann die andere Seite nicht beurteilen, da ich ja nun mal hellhäutig bin und da auch nie Probleme mit hatte. Das kann jetzt natürlich sein und da würde ich halt auch verstehen, wenn man, also dass man sich jetzt natürlich darüber freut, dass es jetzt so viele verschiedene Barbies gibt. Ist doch auch alles okay. Jeder kann doch auch, heutzutage hat man so viele Möglichkeiten, das zu kaufen, was zu einem passt oder was einem selber gefällt, weil wir ja auch nicht alle den gleichen Geschmack haben. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich, warum das jetzt so an einigen Stellen so negativ gesehen wird. Und das würde ich halt gerne verstehen. Ich würde es halt gerne verstehen, weil ich tue es halt im Moment nicht, weil ich mit Barbie einfach schöne Kindheitserinnerungen verbinde. Das war einfach für mich immer so das Highlight. Wenn Ferien waren und ich dann mein Taschengeld gespart hatte und dann in den Spielzeugladen gehen durfte und dann gab es da diese riesen Barbie-Wand, wirklich, das ganze Wand voll, nur mit den Puppen und Autos und Häusern und sämtlichem Zubehör. Und dann konnte ich da mein Geld einfach ausgeben und mir da Spielsachen kaufen und ich habe die ganzen, meistens in den Sommerferien war das, 6 Wochen nur noch damit gespielt. Also da habe ich in meiner kleinen Barbie-Welt gelebt mit Pink und Glitzer und einfach total schön. Und ich habe meine Puppen angezogen, ausgezogen, Haare gekämmt, das habe ich immer geliebt, Haare gekämmt.
und wenn man die geflochten hat. Und dann irgendwann kamen ja auch die Barbies dazu, wo man hier die Haare anmalen konnte. Die habe ich auch noch mir gekauft, obwohl ich da schon deutlich älter war. Ich habe mir auch irgendwann eine Baby Born zum Beispiel gekauft und da war ich 16. Und da, weil da gab es eine neue Babyborn und zwar eine dunkelhäutige Babyborn. Die habe ich mir damals gekauft, weil die, ich fand die, ab, die, so, die war so süß. Und dann habe ich mir die geholt, die habe ich von meiner, also ich habe sie mir nicht selber gekauft, sondern ich habe sie von meiner Patentante damals geschenkt bekommen. Und ja, da habe ich mich mega drüber gefreut. Ich habe die übrigens heute noch. Ja, die gibt es heute noch, genauso wie es meine Barbies heute noch gibt. Die, mit denen spielt meine Tochter, die hat auch ein riesen Barbie-Haus, ne? Weil mittlerweile gibt es das ja nicht in Plastik mehr, sondern in Holz, was ich übrigens sehr gut finde, weil diese Plastik-Barbie-Häuser, das war immer ziemlich fürchterlich, weil da irgendwann immer irgendwas abgebrochen ist und diese, das ist so ein großes Holzhaus, die sind ja deutlich stabiler und da kann man auch viel besser drin spielen, sind natürlich auch ziemlich teuer, wobei ich damals die Barbie-Häuser in Plastik auch sehr, sehr teuer waren, ja. Da musste man schon ein bisschen für sparen. Ich hatte auch nie eins. Ich habe immer nur Möbel gekauft, weil mir diese Häuser einfach ja, zu teuer waren. Und dann waren die zu klein. Da konnte man diese Möbel, die ich gekauft habe, ne? Weil ich hatte so ein Schlafzimmer und eine Küche und was war das noch? Ein Esszimmer, glaube ich. Das hat da gar nicht reingepasst. Ne? Deswegen habe ich mir noch keins gekauft. Aber ja, wie gesagt, ihr merkt schon, ich verbinde mit Barbie einfach super schöne Erinnerungen. Das waren immer sehr, sehr schöne Ferien bei meiner Mama, ne, weil ich bin ja nicht bei meiner Mama aufgewachsen, sondern bei meinem Papa. Das hat aber nichts damit zu tun, dass meine Mama uns nicht bei uns haben wollte. Das hatte einfach damit zu tun, dass mein Papa das Sorgerecht hatte für uns und wir somit bei ihm bleiben mussten. Und meine Mutter und mein Vater, die haben sich ja irgendwann getrennt. Und ja, dann ist meine Mama wieder in die Niederlande gegangen. Und mein Papa hat das Sorgerecht für uns behalten. Das heißt, ich habe meine Mama immer nur in den Ferien gesehen. Und ja, deswegen, vielleicht ist es deswegen auch immer so was Besonderes für mich gewesen. Ne? Weil es waren die Ferien bei Mama, es war die Mama-Zeit und ja, es war einfach schön. Deswegen finde ich das gerade irgendwie ein bisschen schade. Dass, also weil für mich ist das so ein bisschen an meinen Kindheitserinnerungen rumrütteln und das in eine Ecke ziehen, wo ich das einfach überhaupt nicht sehe. Aber vielleicht verstehe ich es auch nicht richtig oder sehe die Punkte nicht richtig. Deswegen habe ich gedacht, mache ich das Video und vielleicht gibt es ja welche unter euch, die halt eine andere Meinung zu dem Thema haben, die mir das mal vielleicht erklären können. Denn ich möchte ja auch gerne dazu lernen und möchte es halt einfach verstehen, weil ich es einfach nicht tue. Und ich habe da jetzt ein paar Tage drüber nachgedacht und habe gedacht, ich mache einfach das Video und frage euch mal, wie ihr zu dem Thema steht, weil wie gesagt, für mich ist das halt einfach eine reine Spaßwelt, die ich auch jetzt nicht als negativ einfach sehe. Aber vielleicht ist das einfach so, weil ich nicht dieses Empfinden an der Stelle so habe, weil ich einfach ein anderes Gefühl mit Barbie verbinde. Deswegen würde es mich halt einfach ultra interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Und ich weiß, dass ihr es jetzt mal so ein Video, ein anderes Video, als ihr sonst auf meinem Kanal ja, zu sehen bekommt. Aber mich hat das jetzt hier wirklich beschäftigt und ja, mich würde es wirklich interessieren, was ihr dazu sagt. Ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare unter dem Video. Und ich werde euch auch darauf antworten und auf jeden Fall werde ich dieses Herzchen dann drücken, dass ihr sehen könnt, dass ich eure Kommentare auch gelesen habe. Ja, weil es mich einfach ja, ein bisschen beschäftigt hat, weil, ja, ich weiß nicht, ich mag Barbie super gerne, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich in den Barbie-Film gehe, weil für mich sind eher diese Zeichentrickfilme mit Barbie, die finde ich toll. Die finde ich einfach toll, die habe ich schon, ich glaube, ich habe sie alle gesehen. Die meisten davon sind rausgekommen, als ich groß war. Also groß bin ich immer noch nicht, als ich erwachsen war. Ich muss immer dran denken, groß bin ich nicht, werde ich nicht. Ich bin ein kleiner Mensch. Aber ja, erwachsen oder alt kann man da mittlerweile auch zu sagen. Ja, keine Ahnung. Also ich bin mega gespannt, was ihr dazu sagt. Und ihr könnt mir auch mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr so ein Video okay findet oder ob ihr findet, dass das auf meinem Kanal nichts zu suchen hat. Wie gesagt,
Ich bin der Meinung, da das Barbie und Schönheit und Beauty irgendwie auch schon miteinander zu tun hat, dachte ich, passt das schon ganz gut, denn es gibt auch und oder hat in letzter Zeit einige Themen gegeben, ja, wo ich Videos drüber gesehen habe, wo ich definitiv eine andere Meinung zu habe als das, was ich da gesehen habe. Aber ich bin ja kein Meinungskanal und kein Meinungs-YouTuber oder Blogger oder so. Und deswegen, ja, habe ich mir das bis jetzt verkniffen, da Videos drüber zu machen. Aber hier, das war halt einfach was, was mich beschäftigt hat. Und da das hier ja so, ja, ein Kanal ist, wo wir uns ja auch gegenseitig über Dinge austauschen, habe ich gedacht, ich frage euch einfach mal, ihr als meine Community, könnt mir ja mal eure Meinung dazu schreiben, denn das ist wirklich was, was mich mega interessieren würde. Und damit sind wir dann jetzt auch am Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Dann wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr mein Video guckt. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.